Ja, moin moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um den zweiten Teil der Decoder, um den M84. Im ersten Teil ging es um den M83. Und im dritten Teil geht es ums Bremsmodul in Verbindung mit dem S88. Ja, heute zum M84. Der wird heute angeschlossen, damit ich im Schattenbahnhof und überall da, wo man es nicht sieht, also Bereiche, die später verbaut sind, die Möglichkeit habt, die Züge anzuhalten, Gleise einfach stromlos zu schalten, ohne da teure Signale zu installieren. Ja, dann habe ich im letzten Video euch schon mal kurz angeteasert, dass ich ein paar Bremsmodule eingebaut habe. Bin da aber auch noch nicht so ganz zufrieden. Es funktioniert soweit alles. Allerdings, sobald der Zug bremste langsam ab und alle Soundfunktionen, die der Zug anhatte, wenn er in das Bremsmodul einfährt, bleiben erhalten. Steht der Zug nun allerdings am Bahnhof mit laufendem Motor, mit Lichter an, alle Funktionen an, die an waren, kann ich aber zum Beispiel keine Bahnhofsansage machen. Also ich kann nachträglich keine Funktion schalten. Dafür reicht laut MacLean die Stromversorgung im Bremsabschnitt nicht aus. Nun sagte mir die MacLean-Mitarbeiterin, diese Module sind auch schon ziemlich alt. Sie weiß nicht, ob da demnächst mal was Neues kommt. Finde ich allerdings relativ suboptimal, denn wenn meine Züge dann im Automatikbetrieb alle fahren und im Bahnhof stehen, dann wäre es natürlich schön, wenn so eine Lok, die ja bis zu 32 Funktionen hat, wenn ich die auch nutzen könnte, also meine Bahnhofsansage oder ein Rangiergeräusch oder ein Kupplungsgeräusch, wenn das nun alles gar nicht geht, wenn die Lok im Bremsabschnitt steht, ist die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, die Bremsmodule einzubauen. Das Video mit dem Bremsmodul dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich muss mich da mal erkundigen, welche Optionen es da gibt. Aber das finde ich irgendwie, naja. Nun gut, in diesem Video geht es um den M84. Da zeige ich euch jetzt mal, wie ich den einbaue, wie ich den anschließe. Und wir sehen uns später nochmal. Ja, da sind wir. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Es geht, wie gesagt, um den M84. Und darum, Gleise einfach stromlos zu schalten, überall da, wo man die Züge eh nicht sieht. Zum Beispiel im Schattenbahnhof brauche ich kein Signal. Da regle ich das einfach über den M84. Ja, ich habe mir hier mal einen Gleisabschnitt rausgesucht, den ich jetzt stromlos schalten möchte. Wir haben hier eine Weiche und zwei Kurven. Und diese davon soll stromlos geschaltet werden. Alles, was wir dafür brauchen, ist, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, Mittelleiterisolierer, Lötkolben und Litze und den M84 natürlich. Ja, dann hole ich mir das mittlere Gleis mal raus, was ich haben will, und bereite das mal mit den Mittelleiterisolierern vor. Ich werde gleich die Litze anlöten. Man kann das natürlich mit Flachsteckhülsen machen. Die fallen aber ständig wieder ab, und da die Schienen ja irgendwann fixiert werden und die Anlage auch auf Dauer stehen soll, möchte ich nicht ständig suchen müssen, wo jetzt wieder was abgefallen ist. Deswegen löte ich alles an. So, jetzt hat das C-Gleis, ich weiß nicht, ob man das sieht, da vorne die zwei Stecker. Über den äußeren fließt die Masse und über den mittleren die positive Ladung. Die müssen wir unterbrechen. Deswegen kommt der Mittelleiterisolierer über den mittleren. Das gleiche auf der anderen Seite vom Gleis. Und damit das Gleis auch wirklich stromlos ist, machen wir das auch mit den Schienen dahinter und davor, jeweils auf den mittleren. So, auch bei der Bogenweiche ist der mittlere isoliert. Und bei der Schiene dahinter ist auch der mittlere isoliert. Ja, ich musste mal eben zur Tür. Also Gleis ist wieder zusammengesteckt. Und hier haben wir das Gleis, das stromlos geschaltet wird. Hier haben wir das Gleis davor und hier die Weiche. So, was wir jetzt machen, ist, wir müssen Litze anlöten. Und zwar einmal an dem Gleis, das stromlos geschaltet wird, selber, und an dem Gleis davor.
Die Litze wird dann anschließend mit dem Decoder verbunden. Der hat 4 Ausgänge, die ich als Signal benutzen kann. Und jeder davon hat jeweils 3 Anschlüsse. Davon nehmen wir den rechten als Anschluss für das Gleis, das stromlos geschaltet wird. Und den mittleren nehmen wir für das Gleis davor. So, da muss ich mir hier mal ein bisschen Litze nehmen. Machen wir da jetzt mal nach Gefühl was ab. Wahrscheinlich wird es zu viel. So. Währenddessen verabschiedet sich der Lötkolben, der hier auf Feld 8 hängt. Und dann wollen wir die beiden nochmal abisolieren oben. Im nächsten Schritt verzinnen. So. Und dann nehmen wir uns mal die 2 Schienen. So, wichtig ist jetzt nur, dass wir das Kabel am Bahnstrom anlöten und nicht an der Masse. Der Bahnstrom ist bei mir viel mit MB gekennzeichnet. Das heißt, die jeweilige Lasche verzinnen wir auch noch kurz. So, damit sind die beiden Kabel angelötet. Und wie gesagt, das Kabel des Gleises, welches stromlos geschaltet wird, kommt an den rechten Ausgang. Und das Kabel des Gleises davor kommt gleich an den mittleren Ausgang. Ja, das baue ich jetzt mal kurz wieder an, stecke das Gleis ein und zeige euch dann noch an der Central Station 3, wie man M84 als MFX-Artikel anmeldet, dann braucht man dieses Mäuseklavier nämlich überhaupt nicht mehr zu beachten. Ja, da sind wir an der CS3. Ich habe das Gleis eingebaut und den Decoder angeschlossen und möchte diesen jetzt in die CS3 einbinden. Das kann ich einmal über das MFX-Protokoll machen. Dann muss ich ihn einfach nur wie eine Lok quasi aufs Gleis stellen, also anschließen. Das mache ich auch gleich. Ich könnte ihn als MM-Protokoll anmelden. Dafür müsste ich dann die DIP-Schalter am Mäuseklavier einstellen. Oder als DCC-Protokoll. Auch dafür benötige ich ja die DIP-Schalter. So. Da ich mich um die Adressen aber überhaupt nicht mehr kümmern möchte, wie es bei den Lokomotiven ja heutzutage auch der Fall ist, nehme ich das MFX-Protokoll. Ich gehe also auf Bearbeiten und MFX-Artikel suchen
und wähle hier aus eine neue Adresse bekommen. Jetzt kümmert sich die CS3 um alles. Ich muss also nicht mehr gucken, welche Adresse habe ich noch frei, ob ich da irgendwie ein logisches System haben will. Adressen so und so sind Signale, Adressen X bis Y sind Weichen. Die Adressen sind mir komplett egal. Das macht alles die CS3. Alexa, stopp. So, sie sucht jetzt eine Weile, wird den gleich finden und sieht dann, dass der M84 ein Relais-Decoder ist, der Strom ein- und ausschaltet und wird ihn auch so anzeigen. So, ein Artikel wurde gefunden. So, jetzt wird er da sein. Ich gehe jetzt also in meine Artikelliste. Habe nach Typ sortiert und da sehe ich Ihnen das schon, das ist der, sind die F-Decoder hier. F1, F2, F3, F4 sind die vier Schaltplätze, die der hat. Und hier bei F ist auch der Hauptdecoder drin. So, F1 habe ich angeschlossen. Schalte einmal kurz. Das ist korrekt. Jetzt möchte ich den ja hier nicht als Relais-Symbol haben. Ich benutze das Ganze ja als Signal. Also sage ich ihm hier einfach, zack, bitte ein Signalsymbol. Und schon ist F1 ein Signal. So, jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt möchte ich das Ganze natürlich noch ins Gleisbild einbinden. Und zwar muss das Signal bei mir an diese Stelle hier hinten. Das heißt, ich gehe auf Bearbeiten, Gleisbild bearbeiten. Ziehe mir meine Artikel runter. Brauche jetzt ja das Signal F1. Das ist dieses hier. Ziehe mir das ins Gleisbild rein. So. Und da ist das Signal. Das gleiche mache ich jetzt noch für die anderen drei Schattenbahnhofsgleise und auch in beide Fahrtrichtungen. Und dann melde ich mich wieder. Ja, da bin ich noch mal kurz. Ihr habt jetzt also gesehen, ich habe den M84 angeschlossen, habe die Kabel alle angelötet und ich habe es euch jetzt nicht gezeigt. Ich kann euch aber sagen, es funktioniert auch. Der Zug bleibt einfach abrupt stehen, genauso wie es sein soll. Ja, das mache ich jetzt noch ein bisschen weiter für ein paar andere Gleise. Und im nächsten Video, wenn dann S88 Rückmeldung kommt, wie gesagt, Bremsmodul mal gucken, wie ich die verbaue, gibt es sicherlich auch ein paar Fahrvideos und Impressionen, wie das Ganze so funktioniert. Dann wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und wir hören uns im nächsten Video.